Hallo, da bin ich wieder bei Mad Max. So, wir checken jetzt hier nochmal so einen Turm ab, so einen Ballonturm, dass wir jetzt hier so ein bisschen mehr Schnellreise machen können. Was ist das für ein Geräusch? Ist das ein Flugzeug? Finde, benutze den Schalter der Winde, um den Ballon herunterzuholen. Hier ist doch was. Okay, den Generator finden. Auf der anderen Seite ist er. Alles klar. Aber dafür müsste ich nach da oben, oder? Was? Oder nicht? Hä? Okay, wozu habe ich den? Muss ich jetzt hier rumlaufen oder was? Hm. Ja, das ist ja geil getroffen. Zum Glück hat man immer welche hier. Was? Jetzt mal beim besten Willen hier. Wo soll das sein? Ist doch gar nicht so groß hier. Hier ist doch eine Winde. Willst du mich verarschen? Warte mal, lass mal fallen. Ach, mit dem Tank von unten. War nur der eine Tank hier? Echt jetzt? Muss ich jetzt meinen Tank nehmen, den ich hier gerade eingepackt habe? Völlig verarschen, oder? Nein, den nehme ich aber wieder mit. So ein Scheiß. Hat hier alles von einem Wollen? Okay, da ist er. Oder da ist der Ballon. Was tut man nicht alles für eine Schnellreise? Region entdeckt, Parch Moon. Ja gut, das kennen wir ja schon. Gutgeschs Festung. Was gibt's noch so hier? Nur die Festung. Da ist noch was.
Vogelscheuche stark. Da will ich hin. Öltransferlager, Schwierigkeit 3. Ne, da will ich gar nicht hin. Da, zu dem weißen Punkt möchte ich gerne. Okay. Noch eine Vogelscheuche. Noch eine Vogelscheuche. Eine schwache Vogelscheuche. Die Festung. Na gut. Ja, das mache ich später alles. Das muss ich jetzt nicht machen. So, runter mit dir wieder. Abwärts. Ist leer, schön. Jetzt habe ich keinen Tank. Hey, ich brenne! Ich habe mich selbst angezündet, okay. Egal. Was ein Dummbatz. Erledigt. Jetzt kommen noch so viele verführerische Sachen hier. Info begegnen, sprich mit dem Öl, um den Wert von Informationen zu halten. Ja, das könnte ich kurz machen, weil Informationen sind immer wichtig. Hier könnte ich mir was einsammeln, will ich nicht. Schwierigkeit 3, Transfertank zerstören. Ja. Informationen. Wo bist denn du, Informant? Ah, hallo. Sneakshot got his gun on us. Sit tight. Come, come, crazy eyes. I read your children's ill will for these Scrotus minions. You think you only reached their fort from the bridgement, but no. Also use a zip-zap line and sail down there to slay. They need a lesson in losing. Okay, das heißt, ich kann mit einer Seilwinde da rein. Lager Krähennest. Der Hauptgang kann über eine verteidigte Brücke erreicht werden. Mach dir dein Leben etwas leichter und nutze die versteckte Seilrutsche, um das Lager zu betreten. Eine zusätzliche Information noch, in der Sackgasse im Lager befindet sich ein historisches Relikt. Sackgasse im Lager, okay. Es hängen einige Treibstofftanks an den Kränen, auch gut zu wissen. Information im Logbuch gespeichert, sehr schön. Krähennest. Dankeschön, Kumpel. Mache ich jetzt zwar nicht, aber was, das war hilfreich. Das ist das Krähennest, Schwierigkeit 3, nee, ich bin ja noch hier noch und da so und ich will das machen. Leichen sammeln und Vulkane. Was? Verschwendung von heiligem Material? Was für ein heiliges Material? Was meint der denn immer? Noch so eine scheiß Krähen-Dingsbums da. Vogelscheuche. Ist die stark oder schwach?
So. What? Da. Scheiße, verpiss dich, Alter. Erwischt. Schrott. Was? Was war das? Rote Farbe. Kumpel, was bedeutet das? Hier ist Wasser, ne? Ich sehe Wasser. So, okay, der repariert. Hä, das ist doch kein Wasser. Was bist du? Hä, ja, okay, ja, toll. Hm. Ha, ich hab gedacht, das wäre Wasser. Weil es so geglitzert hat. Aber den Turm machen wir jetzt kaputt da oben. Da ist noch ein Sniper. Einfach nur mal so, weil wir das können, oder? Oh, der ist zu weit weg. Ich sehe den nicht richtig. Nee. Da wir hier eigentlich gar nichts machen wollen, lassen wir das auch mal. Es wird langsam dunkel. Oh, nee, ist mir... Ach, komm hier. Meh. Wer tot ist, braucht auch kein Wasser. So. Außerdem gibt es dann neue Leichen für mich, für meinen Salpeter. Wie viele sind denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Der zieht die Autos. Du sollst dir die Typen schnappen, Kumpel. So, wollte ich das doch haben. Ey, ich lege mich jetzt nicht mit denen hier an. Muss ja nicht sein, oder? Guck mal. Kann ich auch einfach umfahren, ne? Ja, pum, fertig. Oder ich fahre einfach hier so rein, so.
So geht's doch auch. Und gibt eine Menge Möglichkeiten, hier alles platt zu machen. So. Machen wir die Autos einfach kaputt. Da ist nur noch einer übrig jetzt. Der kriegt einen flacher Freiflug. So, die Autos machen wir jetzt auch kaputt. Tutto completo. Fahr mal weg hier, du brennende Karre. Ich sehe sonst nichts. Ah, guck mal, da war ein Tank. Ja, der jetzt gerade explodiert ist. Ich brauche doch einen Tank. Ich weiß, ich werde ihn brauchen. Das war ja jetzt... I would actually appreciate some time alone with her and the old socket wrench. Was? Ich sammle das jetzt mal ein. Markiert. Need to find the other one. Letzte, einen brauche ich jetzt noch. Waffe? Nee, die Waffe will ich nicht. Ich sagte, die Waffe will ich nicht. Tu die Waffe weg. So. Ach, komm her. Aber fahr mich nicht wieder um. Scheiße, der kommt. So. Okay, wir müssen in dieses Gebiet. Das ist voll weit weg. Wie soll ich da hinkommen, ohne 10-mal zu sterben? Ich glaube, ich sollte erst den Ballon klar machen. Boah, ist das weit. Egal. Wir müssen es irgendwie schaffen. Wir müssen uns von den Pöblern fernhalten, nicht ablenken lassen. Wenn uns Autos verfolgen, fliehen. Genau, Roadkill. Den, das sind wir nun schon einen am Arsch wieder. So. Wir sind gar nicht hier. Wir sind nicht da. Scheiße, wir sind wohl da. Ich höre doch den Roadkill hinter mir, aber ich sehe ihn nicht. Scheiße, bin vom Weg abgekommen. Mist. Ich hab ein geiles Navi. Na, da war gar keiner. Ist doch alles tipptopp hier. Mhm. Die wollen mit mir spielen. Die kommen nicht hier raus. Doch, die kommen wohl raus. Jump Bucket.
What? Ich habe geschossen. Ich wollte doch gar nicht schießen. Mist. Das war dumm. Warum hat hier eigentlich keiner mehr Messer von euch? Hoch. Munition, Essen. Eklige Kannibalen. Muss ich jetzt wieder tanken? Oder kann ich das einfach benutzen hier? Nö, kommt einfach runter. Okay. Diesmal brauche ich nicht tanken. Ich habe eh keinen Tank. Doch, ich habe ein Messer wieder. Ah, cool. Sehe ich gerade. So. Rick Hills, Region entdeckt. The ship. It looks peaceful from afar. But not seaworthy. Todesfahrt. Vogelscheuche stark. Ja, ja. Spiel du mit deinem Konvoi. Öltransferlager. Molotow-Schleuder. Molotow-Schleuder. Was noch? So mehr sehe ich nicht. Gut. Dann ziehen sie sich mal wieder an. Mehr habe ich nicht gesehen. Egal. Abwärts. Hierbei geht es ja eh nur um die Schnellreise. Da links war der Molotow-Cocktail. Nein, die Schnellreise. Nein. Der Konvoi. Sonst noch jemand hier? Sieht recht unspektakulär aus. Komm, essen. Ah. Ich habe vergessen, dass er das immer frisst. Ja, das ist kein Essen, das ist Fressen. Kann ich hier vielleicht irgendwo noch einen Kanister mitnehmen? Nö, ne? Da wollen wir hin. Da ist Schwefel. Da ist doch Schwefel, oder nicht? Es ist doch hier Schwefel. Wieso soll ich da hinfahren, wenn hier Schwefel ist? Verstehe ich nicht. Egal.
Wir sind aufgeflogen. Kommen die? Ich habe jetzt keine Lust auszusteigen. Ich will dahin. Da ist noch ein Sniper. Und den holen wir uns so runter. Muss nicht jeden Sniper abknallen. Noch einer. Nö. Oh, just leave me here then. I'll spend some quality time with my angel combustion. This will work. I'm lucky. Okay, die Ödler-Mission haben wir abgeschlossen. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Cheat hat nun Zugriff auf die Ressourcen, die er zur Ausweitung seiner Schießpulverherstellung benötigt und kann den Handel mit Gutgest aufnehmen. Dieses Projekt bietet auch mir große Vorteile. Waffenkammer, Bauprojekt verfügbar. Gutgest Festung. Ja, haben wir geschafft. Wir sind jetzt hier in der gelben, stinkenden Eierpest. Suli, Suli, Suli. Jetzt kann ich hier einen gehen lassen, ohne dass das jemand merkt. Ja. Und ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.